Die Form zeigt, wo die Kraft herkommt. Der 277 PS starke Reihen-6-Zylinder ist das Herzstück des BMW M1 und macht ihn zum einzigen BMW-Automobil mit Mittelmotor. Optisch angelehnt an den von BMW-Designchef Paul Bracq entworfenen BMW Turbo und vom italienischen Designer Giorgetto Giugiaro in seine markant kantigen Formen gebracht, setzte er 1978 Maßstäbe. In 5,6 Sekunden von 0 auf 100. So einen Supersportwagen gab es einfach nicht und deswegen war er natürlich gleich umso mehr beachteter. Italienisches Design mit, sagen wir mal, deutscher, zeitloser Eleganz, solitär in einem Markt, das waren die Zutaten, die dann für den BMW M1 und seine Geschichten wichtig geworden sind. Der BMW M1 war von Anfang an als Rennwagen geplant. Und für diesen Rennwagen wurde kurzerhand ein höchst interessantes Rennen geschaffen, die Procar-Serie. Sie wurde von 1979 bis 1980 vor den europäischen Formel 1 Grand Prix Rennen ausgetragen. Die 5 Zeitschnellsten aus dem Training der Formel 1 traten gegen 20 Privatfahrer an. Wenn Sie das heute nur mit den 5 Langsamsten aus dem Training machen wollten, wäre das wahrscheinlich unmöglich. Aber damals natürlich ein Spektakel ohnegleichen. Die 20 Privatfahrer haben sich Autos gekauft. Die sollen an einem Tag ausverkauft gewesen sein, weil die sich natürlich die Hände gerieben haben, dass sie jetzt den Jungs aus der Formel 1 mal zeigen, wie man Auto fährt. Natürlich siegten die Profis. Niki Lauda und Nelson Piquet holten sich damals die Titel des Procar-Meisters. Auch Pop-Art-Ikone Andy Warhol hatte sich für den BMW M1 extra in Fahrermontur geworfen. Zwar nicht, um Deutschlands schnellsten Sportwagen zu fahren, sondern um ihn zu bemalen. So schuf er 1979 das 4. BMW Art Car, das beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans an den Start ging. Der M1 landete auf dem sensationellen 6. Platz. Knapp 400 Mal wurde der BMW M1 in Serie gefertigt. Er läutete zugleich die Geburtsstunde der heute inzwischen 40-jährigen BMW M GmbH ein. Diese Kombination selten zu sein, aber für mehr zu stehen als nur für sich. Und das tut das Auto mit Sicherheit. Das ist ein Auto, an dem viele Menschen ganz persönliche Erinnerungen haben. Ich glaube, das alles zusammen ergibt eben so eine Art Aura, die das Auto ausstrahlt. 2008 setzte BMW dem BMW M1 ein Denkmal. Zum 30. Geburtstag entwickelte Chefdesigner Adrian van Hooydonk die Studie BMW M1 Hommage. Inspiriert aus der BMW-Historie und zugleich eine kühne Neuinterpretation des legendären Sportwagens.